Jahre und auch die Zeit der Pandemie hat noch einmal fast wie ein Brandbeschleuniger gewirkt und diese Aufkommen noch einmal dementsprechend verstärkt. Im letzten Jahr waren es bis zu 60.000 Fälle und das zeigt auf der einen Seite, wie stark das Bedrohungsszenario ist, auf der anderen Seite, dass es für die Beamten und das Personal, die sich damit auseinandersetzen müssen, natürlich eine große Belastung ist, eine Belastung auch deswegen ist, weil wir dort natürlich ganz spezifisch ausgebildetes Personal brauchen, die nicht nur im öffentlichen Dienst sehr gefragt sind, sondern auch in der Privatwirtschaft irrsinnig gefragt werden. Und es ist kaum möglich oder ganz schwer möglich, entsprechendes Personal zu finden, gerade in den Gehaltsstrukturen, wie wir es im öffentlichen Dienst haben. Darum ist es so wichtig, dass wir schauen, dass es Sonderverträge gibt für so spezialisierte Aufgaben. Und das sollte möglichst rasch umgesetzt werden. Ist übrigens auch ein Punkt, die Reform oder die Anpassung des Dienstrechts als eine der Empfehlungen. Und da wird nicht nur wahrscheinlich das Gehalt alleine ausschlaggebend sein, aber es muss der öffentliche Dienst ein guter, attraktiver Arbeitgeber sein für solche Spezialisten. Und meine Damen und Herren, was wir halt die letzten Jahre erleben, ist, dass wir von Seiten der Politik in diesem Kriminalitätsfeld ganz, ganz viel Ankündigung haben und ganz wenig Output. Und das zeigt sich leider schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt kaum einen Innenminister, der nicht irgendwann einmal da im Haus gestanden ist und gesagt hat, da werden wir jetzt im nächsten Jahr einen Schwerpunkt setzen und da wird jetzt noch mehr Geld hineinfließen. Das Problem ist halt, im Output passiert zu wenig. Und Kollege Stöckmüller hat es aufgezeichnet, was wir brauchen, ist eine moderne Sicherheitsarchitektur, eine Sicherheitsstrategie. Was wir aber auch brauchen, ist ein modernes Lagezentrum, ein gesamtstaatliches Lagezentrum. Und dann macht ihr so einen Pfusch beim Krisensicherheitsgesetz. Das ist halt auch der Output dieser Bundesregierung. Das wird verrissen und es entspricht überhaupt nicht den Herausforderungen, die man eigentlich bräuchte. Wir brauchen ein modernes Krisensicherheitsgesetz, das die Herausforderungen, die wir brauchen im Cyberkriminalitätsfall, aber auch bei anderen Krisen unbedingt abdeckt. Und das tut es nicht, der Vorschlag, den die Bundesregierung schwarz-grün bis jetzt vorgelegt hat. Also da mein Appell zurück an den Staat und was Ordentliches, was Vernünftiges machen, weil bis jetzt, glaube ich, ist der Hauptpunkt, der drinnen ist, irgendein ominöser Bunker, den zuerst der Bundeskanzler Nehammer bauen wollte und jetzt der Kahner dran festhält, der hat inzwischen schon dreimal so viel kostet wie angekündigt und drumherum ist viel Text und nichts dahinter und da braucht es ein bisschen mehr Qualität auch in der Ausarbeitung von Gesetzen. Ich glaube, das ist wichtig, weil das ist das eine Thema und das zweite, wo ein großes Bedrohungsszenario ist der Terrorismus, den dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen eine gute Kommunikationsvernetzung im Bereich der Cyberkriminalität, aber auch im Bereich des Terrorismus und dort kann ich nur wieder einmal daran erinnern an unsere Forderungen eines Terrorismusabwehrzentrums und eines gesamtstaatlichen Lagezentrums, das es aber wirklich auch dementsprechend wert ist. Das brauchen wir, um solchen Herausforderungen gewachsen zu sein. Dankeschön. Reinhold Einwallner, der SPÖ-Sprecher für innere Sicherheit. Das Krisensicherheitsgesetz sei ein Pfusch. Es gebe zu viele Ankündigungen und zu wenig Output.